Tatsächlich ist es so, dass die Seelsorgebereiche in ihrer Fläche festgelegt worden sind am 27. November durch die Ordinariatskonferenz und in Anwesenheit des Herrn Erzbischofs, der dann auch diese Territorien sofort bestätigt hat. Ich bin sehr dankbar, dass es gelungen ist, in den letzten 15 Monaten diese Seelsorgebereiche territorial zu umschreiben. Und ich bin sehr dankbar für all das Engagement, das Ehrenamtliche und Hauptamtliche in diesen Prozess mit eingebracht haben. Wir wissen, dass es in manchen Seelsorgebereichen, die jetzt entstanden sind, sehr einfach war, sich zusammenzufinden. Wir wissen, dass es woanders anstrengend war. Wir wissen auch, dass es auch Enttäuschungen und Ärger gegeben hat. Wir bedauern das auch ausdrücklich. Wir können nur dazu einladen, dass man jetzt sozusagen diesen Ärger hinter sich lässt und dass man versöhnt diese Situation angeht und an die Ausgestaltung der Seelsorgebereiche geht. Dass man also tatsächlich in dem neuen Kirchenjahr auch den Blick nach vorne richtet, im Vertrauen, dass Jesus Christus auch jetzt bei seiner Kirche sein wird und uns in diesem Prozess weiter begleiten wird. Tatsächlich ist es so, dass die Koordinatoren größtenteils Pfarrer sind. Und in einigen wenigen Bereichen ist es eine Regionalreferentin, in einem anderen ein Regionalreferent. Allein aus dieser Tatsache ergibt sich, dass aus der Beauftragung der Koordinatoren nicht abgeleitet werden kann und nicht abgeleitet werden soll, wer zukünftig der leitende Pfarrer in diesem Seelsorgebereich werden soll. Zu den Aufgaben der Koordinatoren möchte ich sagen, sie haben eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Übergangszeit, die von jetzt, Dezember 2018, bis zum Oktober 2019 dauern wird. Sie haben verschiedene Aufgabenschwerpunkte. Der eine Aufgabenschwerpunkt ist, dass sie das Übergangsgremium zusammenrufen sollen. Das Übergangsgremium setzt sich aus Vertretern der Laiengremien zusammen, den bisherigen Pfarrgemeinderäten und Seelsorgebereichsräten. Dieses Gremium, dieses Übergangsgremium hat klar umrissene Aufgaben. Es soll einen Namensvorschlag für den zukünftigen Seelsorgebereich dem Ordinariat unterbreiten und es soll einen Vorschlag machen, wo zukünftig der Verwaltungssitz des neuen Seelsorgebereichs sein soll. Der zweite Schwerpunkt der Koordinatoren ist folgender. Sie sollen das Team des zukünftigen Seelsorgebereiches zusammenrufen und dieses zukünftige Team soll sich treffen, um sich miteinander vertraut zu machen, um sich auch nochmal mit dem zukünftigen gemeinsamen pastoralen Raum vertraut zu machen, in seiner Zusammensetzung, in seiner Struktur. Und bei dieser Zusammenkunft des zukünftigen Teams soll auch geklärt werden, was unabweislich geregelt werden muss, damit dann im Herbst 2019 der neue Seelsorgebereich starten kann. Ganz pragmatische Fragen. Wer wird sich um die Firmenvorbereitung kümmern? Wer wird sich um die Erstkommunionvorbereitung kümmern? Wie kann eine gemeinsame Gottesdienstordnung ausschauen? Wir möchten ausdrücklich sagen, dass es jetzt nicht darum geht, den ganzen Seelsorgebereich auf den Kopf zu stellen, jetzt schon Riesendienstpläne zu schreiben oder jetzt die ganze Pfarrverwaltung umzukrempeln oder in großartige Diskussionen über Gebäudenutzung einzutreten. Das liegt uns fern. Wir wissen, dass alle Haupt- und Ehrenamtlichen jetzt ihre Aufgaben haben, dass sie in ihren Gremien engagiert sind. Das ist das jetzt, wo sie in der jetzigen Situation sind, was sie gut und richtig machen sollen und auch engagiert machen sollen. Wir laden herzlich dazu ein, ich lade herzlich dazu ein, diese Übergangsphase gelassen anzugehen und sich nicht zu überfordern. Zunächst steht für uns alle ja Weihnachten vor der Tür. Das große Fest unseres christlichen Glaubens, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um mit uns in dieser Welt zu leben. Und ich denke, es ist für uns ganz wichtig, dass wir jetzt erst dieses Fest in Glauben und Vertrauen feiern und dann auch im Bewusstsein von Gottes Gegenwart in ein neues Jahr hineingehen, auch in dem Bewusstsein, dass Gott bei uns ist und dass er uns begleitet. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.